In diesem Teil 16 geht es noch einmal um das analytische Modell in Revit 2023 mit Sophistic. Ich habe dazu ja schon mal ein Video erstellt. Es handelte sich um Teil 14. Wir gehen mal auf meine Homepage bim-mit-sophistic.de und hier unter der Playlist BIM Workflow von Revit-Modell bis zur Statik gab es dort den Teil 14. Also, es handelt sich also einmal um ein Update dieses Videos. Warum ist dieses Update erforderlich? Es ist erforderlich, weil Sophistic die Oberfläche von dem AMG, dem Analytical Model Generator, überarbeitet hat, und zwar in der Version 2023-2, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Gehen wir nochmal die Schritte durch, die wir auch in dem Videoteil 14 uns angeschaut hatten. Wir haben also hier das physikalische Modell und das Berechnungsmodell ist nicht da. Wir wollen es mit dem AMG erzeugen lassen. Unter Berechnungen finden wir hier den AMG und dort die Einstellungen. Das Erste, was auffällt, es stehen jetzt neben Englisch auch andere Sprachen zur Verfügung, nämlich Deutsch und Französisch. Wir haben hier die Konfigurationsdatei, die ich wieder öffnen will, und dort sehen wir jetzt auch einen neuen Kartenreiter, nämlich diesen hier. Sie haben jetzt also die Möglichkeit, dass Öffnungen, die eine gewisse Größe unterschreiten, automatisch entfernt werden, also entfernt werden im Finite-Element-System. Das ist neu, und dann haben wir hier also diese beiden Kartenreiter, die jetzt hier auf Deutsch Filter physikalische Elemente und Ausrichtung analytische Elemente heißen. Auf dem ersten Reiter hier hat sich nichts verändert. Auf dem zweiten sieht es jetzt aber ein wenig anders aus. Und zwar dieser Bereich der Elementpriorität hat sich leicht verändert. Rufen wir die Hilfe nochmal dazu auf. Das habe ich im Teil 14 recht ausführlich erklärt. Und wir sehen jetzt, dass hier Prozentzahlen verwendet werden. Bisher waren an dieser Stelle Werte einstellbar, zum Beispiel 1 bis 10. Und nun können wir hier Prozente einstellen. Der Hintergrund ist gleich geblieben, aber wir sehen, dass jetzt also hier die eingestellten Prozentwerte normiert werden, also beispielsweise Stützen 100%, Unterzüge rechtwinklig zur Unterzugsachse 50%, in Längsrichtung der Unterzugsachse 20% und so weiter. Dann werden diese Prozentzahlen aufaddiert. In dem Fall ergibt sich hier 200 und dann werden die Werte normiert. Also 100 durch 200 ist 0,5, 50 durch 200 ist 0,25 und so weiter. Und das hier in Summe ergibt dann natürlich 1. Das hat sich also hier geändert, aber wie gesagt, der Hintergrund, wie ich Ihnen im Teil 14 erklärt habe, ist unverändert. Auch hier breche ich das nochmal ab, wie ich es auch schon im Teil 14 gemacht habe, und will diese Wand wieder ändern auf einen Wert 11,5er Mauerwerk, sodass die Wand nicht berücksichtigt würde. Nun gehe ich hier auf Berechnen, rufe den AMG auf. Der erscheint jetzt hier unten. Und dort sehen wir also auch, es sieht anders aus als bisher. Wir haben jetzt hier zwei definierte Schritte, die wir gehen müssen. Der erste heißt Vorbereiten, der zweite heißt Erzeugen. Was in den beiden Schritten passiert, ist aber wieder das Gleiche, wie ich es schon im vorherigen Video Teil 14 erklärt hatte. Ich klicke hier auf
öffnen und wir sehen hier jetzt die Konfigurationsdatei ist auswählbar. Das war bisher auch schon so. Wenn ich einmal vorgreife, sehen wir aber, dass jetzt hier im zweiten Schritt ebenfalls eine Konfigurationsdatei auftaucht. Das heißt, wir können jetzt in dieser Version unterschiedliche Konfigurationsdateien für die beiden Schritte auswählen. Ich lasse es aber bei Standard eingestellt und wir sehen, hier gibt es jetzt neue Templates, die eingestellt sind. Und zwar drei Stück: inaktive Elemente hervorheben, die inaktiven Elemente isolieren und die aktiven Elemente isolieren. Im Moment ist alles in Gelb hervorgehoben, das heißt, wir haben im Moment gar keine Elemente aktiv, weil ich diesen ersten Schritt des Vorbereitens noch nicht ausgeführt habe. Das mache ich jetzt einmal. Ich klicke auf Ausführen und jetzt hat er eben diese Elemente identifiziert, die nicht für das analytische System herangezogen werden sollen. Einmal eben diese schlanker gemachte Wand und wie schon erklärt, die Fundamente. Und jetzt können wir diese Templates hier mal auswählen oder ausprobieren. Also die inaktiven sind hervorgehoben in Gelb. Die inaktiven kann ich isolieren. Das sähe dann so aus. Oder genau andersrum, die aktiven Elemente isolieren. Dann hätten wir diese Darstellung. Also das ist jetzt hier neu eingestellt. Dieser erste Schritt ist damit also durchgeführt und wir können jetzt, ja, wenn ich mich an das vorherige Video halte, auch wieder diese Wand bearbeiten und dann doch sagen, dass wir sie als tragende Wand berücksichtigen wollen. Und das geht jetzt auch ein bisschen anders. Früher gab es hier so ein Knopf, wo man Elemente mit da hinzufügen konnte. Es geht jetzt ein bisschen anders. Ich wähle die Wand aus, sage, es ist eine 20er Wand und im Eigenschaftenfenster von Revit, wenn ich hier runter scrolle, taucht dann hier an der Stelle ein Parameter auf, der heißt Sophistic AMG Enabled und ist eben nicht aktiv, weil die Wand ja gerade rausgefiltert wurde. Und darunter in dem Parameter AMG Comments steht auch, warum diese Wand herausgefiltert wurde. In dem Fall nämlich, weil sie ja zu schlank war, um L5. Ich möchte die Wand jetzt also wieder dabei haben, muss deswegen dieses Häkchen setzen. Und jetzt ist sie auch nicht mehr gelb. Ne? Also das ist die neue Vorgehensweise. Ja, Fundamente sollen gelb bleiben, weil die werden ja tatsächlich nicht herangezogen. Dann kann ich jetzt den Schritt vorbereiten schließen und dann auf den nächsten Schritt erzeugen gehen. Was da passiert, auch wieder verweise ich auf das Video Teil 14. Hier haben wir jetzt auch wieder zwei Templates, einmal um den physikalischen Modus uns anzuschauen und einmal analytisch. Ich lasse das einmal jetzt starten, drücke auf Ausführen. Und dann werden diese beiden Templates noch ein bisschen mehr Sinn machen. Hier sehen wir es, also physikalischer Modus. Sehen wir, ist alles dargestellt vom physikalischen Modell, also in dem Fall auch die Fundamente. Im analytischen Modus sind jetzt die Fundamente nicht mehr zu sehen. Und wir sehen auch neue Farben. Ich sage mal hier VV und schalte das Modell komplett weg, dass wir nur noch das Berechnungsmodell sehen. Und ich habe gesagt, neue Farben, im Prinzip alte Farben, weil das sind die Farben des Berechnungsmodells, die Sophistic auch schon bis zur Revit-Version 2022 mitgeliefert hat. Das ist einfach überschaubarer, dadurch, dass jetzt die Farben für Wände und Deckenplatten unterschiedlich sind, genauso wie die Farben für Unterzüge hier und Stützen unterschiedlich sind. Das macht das Ganze einfach übersichtlicher.
Wenn man bisher hier dann Ben gesagt hatte, kam eine Abfrage, ob man diesen View speichern möchte. Das passiert jetzt hier nicht mehr. Das kann man an dieser Stelle jetzt selber entscheiden, indem ich diesen Knopf Neue Ansicht klicke und dann selber hier, wenn ich das möchte, einen Namen vergebe. Berechnungsmodell AMG und Speicher, dann wird hier dieser View entsprechend abgelegt. Ja, den kann ich jetzt wieder in einen anderen Baum entsprechend herüberbringen. Das hatte ich hier an der Stelle, das hatte ich auch im Teil 14 erklärt. Genauso können wir jetzt eben wieder Auflager hier noch definieren. All das, was wir in dem Teil 14 auch gemacht haben, bis zur Berechnung, ist das Gleiche. Deswegen will ich das jetzt nicht wiederholen. Ich denke, das soll es schon gewesen sein. Damit sind Sie jetzt also wieder auf dem aktuellen Stand, wie der AMG, der Sophistic Analytical Model Generator, zu bedienen ist. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, bis dahin.